im deutschen Exilarchiv 1933 bis 1945 der Deutschen Nationalbibliothek steht das Exil aus der NS-Diktatur im Fokus. Das Archiv der American Guild for German Cultural Freedom zählt zu unseren bedeutendsten Beständen. Die Organisation bot Vernetzung und gewährte lebensrettende Hilfe. Viele Prominente wie Thomas Mann und Sigmund Freud arbeiteten mit. Das Archiv umfasst mehr als 900 Personenmappen. Mit Stipendiaten wie Bertolt Brecht, Josef Roth und Anna Segers ist es ein Who is Who der deutschsprachigen Emigration. Das Datenset liegt in einer CSV-Tabelle vor, insgesamt 16.000 Einzel- und Strukturdatensätze. Die GND-Daten zu Personen sind referenziert. SchauspielerInnen des Staatstheaters Saarbrücken haben Briefe eingelesen, die als MP4-Dateien vorliegen. Die Metadaten eignen sich zur Visualisierung von Briefnetzwerken. Wie waren die StipendiatInnen geografisch verteilt? Wie oft mussten sie die Länder und Kontinente wechseln? War das intellektuelle Exil eigentlich eine Männerdomäne?